Familie. Familie ist mehr wie einfach Mann, Frau, 1,8 Kind und vielleicht noch ein Haustier. Was ist die Wurzel? Und interessant ist ja, dass in der Bibel davon geredet wird, dass Christen, Nachfolgende von Jesus Christus, sich als Familie bezeichnen. Dass also Familie darüber ausgeht, über unsere biologische Familie. Ja, da habe ich mich gefragt, wie ist denn das gekommen? Wie kommen die Menschen, die Jesus nachfolgen, auf die Idee, davon zu reden, dass Kirche wie eine Familie ist? Es geht zurück auf Jesus, den Christus selber. Jesus selber war im Gespräch mit Menschen und er hat im Matthäus-Evangelium davon geredet und im Lukas-Evangelium und im Markus-Evangelium. Und das ist beachtenswert, wenn wir eine Aussage haben von Jesus, die in allen drei Evangelien vorkommt, dann hat sie besonders Gewicht. Wir reden von den synoptischen Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, alle reden davon. Gell, dann fehlt uns noch eins, es sind ja vier, welches ist das vierte? Weiss das gerade jemand? Johannes. Genau, der Johannes, sein Evangelium hat eine andere Blickrichtung. Es ist mehr wie auch eine Reflexion, eine theologische, die Johannes bringt. Aber Matthäus, Markus und Lukas, die beschreiben so das Leben von Jesus mehr oder weniger chronologisch. Und alle drei reden davon. Ich lese es uns gerade vor. Während Jesus noch zu den Leuten redete, kamen seine Mutter und seine Geschwister und wollten ihn sprechen. Einer der Anwesenden richtete es Jesus aus. Deine Mutter und deine Geschwister stehen draußen vor dem Haus. Sie wollen mit dir reden. Aus dem Markus-Evangelium wissen wir, dass es so viele Leute hat, dass man gar nicht hat reinkommen konnte. Jesus war im Gespräch mit seinen Jüngern, mit den Nachfolgerinnen. Das waren Schriftgelehrte und Pharisäer, die mit ihren Fragen unbedingt bei Jesus Antworten haben wollen. Da haben sie darüber geredet, über woher nimmt Jesus die Autorität zum Auftreten, wie er auftritt. Ganz viele Fragen. Und in dieser Diskussion, in diesen Raum kommen plötzlich Jünger und sagen, Jesus, deine Eltern sind draußen. Jesus, eine Situation mitten aus dem Leben. Dann lassen wir. Doch Jesus fragte zurück, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Dann zeigt er auf seine Jünger, das hier sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Jesus stellt eine rhetorische Frage. Wer ist meine Familie? Bei der damaligen Zuhörerschaft wird allein schon das wieder einmal mehr für Irritation gesorgt haben. Verwirrung. Jesus, was meinst du? Es ist doch klar, oder? Jesus erweitert den Familienbegriff auf all die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Jesus knüpft Familie mit Gott, dem himmlischen Vater, zusammen. Jesus ist gekommen, um den Willen vom Vater zu erfüllen. Jesus ist gekommen, der Wille vom Vater, das darf Gerechtigkeit sein. Jesus hat das erfüllt. Und Jesus sagt immer wieder, Menschen, die mir nachfolgen, die tun den Wille vom Vater, weil sie mir nachfolgen. Also Jesus ist Dreh- und Angelpunkt in dieser ganzen Familienfrage. Als Nachfolgende von Jesus gehören wir zu seiner Familie. An dieser Stelle hatte ich schon mehrmals eine Diskussion, wo Leute sich auch empört haben. Und vielleicht sind auch da unter uns Leute empört und sagen, ja Jesus, jetzt weisest du einfach deine Mutter zurück.
Ich meine, sie ist die Mutter von Jesus und die Geschwister, die gerne wieder zu Jesus kommen. Und Jesus sagt, das ist nicht die Familie. Das ist meine Familie. Weist Jesus seine Familie zurück? Ich denke nicht. Nein, vielmehr erweitert er den Familienbegriff. Und wenn wir dann weiter in der Geschichte schauen, gegen das Ende vom irdischen Leben von Jesus, wo er am Kreuz hängt, sind unten am Kreuz seine Mutter und ein Jünger, und selbst in seinen Schmerzen und in seinen Todesqualen lassen wir, sagt er, zu dem Jünger, dass die Mutter von Jesus, dass der Jünger sich um sie kümmern soll, wie wenn es seine eigene Mutter wäre. Also auch im äußersten Not kümmert sich Jesus um seine Mutter. Und das hätte er sicher nicht gemacht, wenn er das Gefühl hatte, die gehört nicht zu meiner Familie. Nein, ich glaube, es ist das Gegenteil der Fall. Es ist eben gerade das der Fall, dass Jesus eben ganz eine starke Beziehung hat zu seiner Familie. Und dass er den Begriff von Familie, der ihm so am Herz gelegen ist, dass er den erweitert hat auf all die Menschen, die ihm nachfolgen. Und uns damit ein Beispiel gibt. Ja, gell, der Paulus geht in eine ähnliche Richtung. Für all die, die sonst die Bibel-App dabei haben, könnt ihr aufmachen. Epheser 2, Vers 18 und 19. Ich habe es uns da sonst auch mitgebracht. Da lesen wir, durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Nicht-Juden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Jesus Christus sind wir alle vereint. Er ist der, der uns zusammenführt, egal was für einen Hintergrund das wir haben. Egal, ob wir in einer Familie aufgewachsen sind, wo der Glaube schon eine Rolle gespielt hat, oder ob wir noch jemand herkommen, wo der Glaube gar keine Rolle spielt. Nein, wir sind alle in Jesus Christus vereint. Wir sind nicht länger Fremde oder Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Hey, wenn du Jesus lieb hast und ihm nachfolgst, dann gilt, du gehörst zu Gottes Familie. Willkommen daheim. Willkommen daheim, Gottes Familie. Jesus, unser Bruder. Das ist eine Aussage, die ich lange Mühe hatte. Jesus, der Christus, der König, der Retter, der Heiland, sagt, er ist unser Bruder. Wer wünscht sich nicht gerne einen grossen, starken Bruder? Du hast einen grossen, starken Bruder. Du hast den stärksten Bruder, den es gibt auf der Welt. Du hast den, der sagt, ich werde wiederkommen in Herrlichkeit und ich werde alles in die Ordnung bringen. Und das ist dein Bruder. Also wenn du willst, sag mal deinem Nachbar, wenn du glaubst, dass das wahr ist, ich habe den stärksten Bruder. Ich habe einen starken Bruder. Jesus ist mein Bruder. Weißt du, manchmal muss man sich das sagen und bewusst werden. Jesus ist mein Bruder. Ja, mal aussprechen. Probiert das mal zu sagen. Wer hat einen starken Bruder? Wer hat den stärksten Bruder? Hey, wir haben den stärksten Bruder, den es gibt. Wie gut ist denn das? Und wir haben Gott, der himmlische Vater, als unser Vater, wo wir sagen dürfen, Gott ist mein Vater. Und Achtung, auch unsere Mutter. Gott ist unsere Elternschaft im Vollsinn. Ja, Gott hat sich offenbart als Vater. Und er offenbart sich grossmehrheitlich als Vater. Aber gell, wir lesen am Jesaja 66, 13, wo Gott sagt, ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind.
Wir haben Psalm 131, 2, Jesaja 49, 15, wo in die gleiche Richtung geht. Gott ist uns Elternschaft im vollsten Sinn. Und ja, er hat sich vor allem als Vater offenbart. Und ich rede ihn auch als Vater an. Aber gerade wenn du vielleicht in deiner Geschichte schwierige Erfahrungen gemacht hast, mit deinem lieblichen Vater, mit der männlichen Bezugsperson, und das ein grosser Schmerz ist, Gott ist dir Vater und Mutter zugleich. Er hat beide Anteile. Aber er hat sich vor allem als Vater, als fürsorglicher, treuer, guter Vater offenbart. Und darum dürfen wir ihn so ansprechen. Und wir dürfen wissen, er ist uns alles. Er ist uns alles in allem. Unser guter Gott. Wir können festhalten, dass die Idee, dass Menschen, wo Jesus nachfolgen, auch gerade in dem, dass sie ihr Kreuz auf sich nehmen. Da haben wir vor zwei Wochen darüber nachgedacht. Dass Menschen, wo Jesus nachfolgen, zu Gottes Familie gehören. Gott als Vater dürfen ansprechen. Jesus als König, als Freund, unser Brüder ist. Und dass wir einander Geschwister die sind. Brüder und Schwestern. Das war nicht unsere Idee, das war die Idee von Gott. Und ja, das hat zu Irritationen geführt. Im Römischen Reich zum Beispiel sind Christen unter Verdacht gestanden, dass das eine Inzuchtgeschichte ist. Weil die sagen sich alle Brüder und Schwestern. Das ist kein Witz. Das war einer der Gründe und vielen, warum man Christen sehr kritisch beobachtet und er verfolgt hat. Das andere ist, dass sie Blut und Fleisch gegessen haben. Im Abendmahl. Nein, dass sie sich daran erinnern, wo Jesus gesagt hat, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Die Idee, dass Kirche eine Familie ist, das ist Gottes Herzschlag. Und dass Familie mehr ist wie unsere Herkunftsfamilie. Jesus redet oft darüber, wie dass wir als Familie miteinander umgehen sollen. Viele von den Reden von Jesus handeln genau darum, dass er seinen Nachfolgenden das so ans Herz legt und sagt, hey, wir alle haben unsere Bilder, wie das Familie funktioniert. Von unserer Herkunftsfamilie. Alle haben wir irgendwie abgeschaut und gelernt, wie Familie geht. Wie man streiten tut. Ob da Pfetzen fliegen oder ob man drei Tage nicht mehr redet miteinander. Ob man die Sachen anspricht oder nicht, ob man einander zuvorkommt oder nicht, ob man einander Nähe zeigt oder nicht. Das hast du gelernt in deiner Herkunftsfamilie. Und Jesus hat immer wieder darum gerungen, zu sagen, schaut, was an eure Vorstellung ist, in Gottes Familie läuft es im Falle so. Das ist sein Herzschlag. Dass wir immer mehr trainieren wachsen in Familie, wie Jesus sich das gedacht hat. Jesus sagt in Matthäus 7, 12. Kennt das einige? Das ist ein ganz bekannter Vers. Matthäus 7, 12. Genau, die goldige Regel. Die goldige Regel, dort lassen wir, wie immer ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht auch mit ihnen um. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Hey, was deine Vorstellung ist, wie die anderen sollen mit dir umgehen, genau das mach auch. Was wünschst du dir von Familie? Was ist deine Vorstellung von Kirche als Familie? Was ist deine Vorstellung? Was wünschst du dir, dass Kirche als Familie ist? Wird dir das bewusst? Und dann mach's. Erwart nicht von anderen etwas, was du selber nicht lebst. Gell? Es gibt ein Sprichwort, wie du in den Wald rufst, so kommt es zurück. Familie. Und wie das Familie ist? Was für eine Atmosphäre, was für eine Stimmung. Das hat damit zu tun, wie jedes Einzelne sich eingibt. Wir gestalten unser Miteinander. Und jeder Einzelne tut seinen Beitrag dazu leisten. Oder eben nicht leisten und dann fehlt etwas. Was immer ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen,
so geht auch mit ihnen um. Oder der Paulus sagt, auch Christen in Rom, seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gell, Liebe heisst, gut, dass es dich gibt. Liebe ist relativ simpel und kostet einem alles. Liebe, die kürzeste Version von Liebe, ist gut, dass es dich gibt. Wenn ich jemanden liebe, dann bejahe ich ihn grundsätzlich einfach das erste Mal und sage, es ist gut, dass es dich gibt. Hey, meine Liebe, es ist gut, dass es dich gibt. Es ist gut, dass es dich gibt. Und dort, wo man merkt, das macht irgendwo eng oder ich kann das jemandem nicht aussprechen, ich kann ihm nicht mit Liebe begegnen, dann lohnt es sich mal anzuschauen. Und zwar bei sich selber. Was ist es denn, das mich zurückhaltend sein lässt mit dieser Aussage, gut, dass es dich gibt? Weil Kirche, Familie, so wie Gott sich das vorstellt, seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Ja, und wir sind unterschiedlich, natürlich. Und mit der einen ist man näher und mit der anderen ist man weniger näher. Wie gut, dass Jesus selber das auch so gelebt hat. Jesus hat 3 Jünger gehabt, die sehr nah mit ihm waren, die ganz besondere Sachen erlebt haben, die alle anderen nicht erlebt haben, wo Jesus wohl eine nähere Beziehung gehabt hat. Das Verrückte ist noch, das sind 2x2 Brüder gewesen. Und ich habe gesagt, das sind 3. Also der eine Bruder war nicht dabei gewesen. Jesus hat sich erlaubt, mit gewissen näher unterwegs zu sein. Ist er näher gewesen. Dann hat er die 12 gehabt, die ihn sehr näher erlebt haben. Dann lesen wir mal noch von 70, 72 Jüngern, noch von mehr. Natürlich können wir nicht mit allen gleich näher unterwegs sein. Und wir sind ja nicht alle gleich gelismet. Die einen lieben es und die anderen brauchen ein bisschen mehr Freiraum. Aber es geht um unsere Herzenshaltung. Mit welcher Haltung? Wir sollen einander lieben. Wir sollen in dieser Haltung einander begegnen und sagen, hey, es ist gut, dass es dich gibt. Es ist gut, dass es dich gibt. Es ist gut, dass es dich gibt. Und du bist ganz anders wie ich, aber es ist gut, dass es dich gibt. Es geht um die Haltung. Das ist die Idee Gottes von Kirche und Familie. Und wie wir miteinander reden sollen, da sind ja Familien ganz unterschiedlich. Gell, in der einen Familie ist über alles geredet worden am Mittagstisch und in der anderen Familie wird über nichts geredet oder nichts, was irgendwo nahe am Herzen ist. Und Jesus sagt, schaut, in der Kirche, als Familie, soll es folgendermaßen sein. Tönt nicht über die Leute reden, sondern tönt mit den Leuten reden. Das ist ein einfaches Prinzip, Matthäus 18 Prinzip. Nicht über die Leute reden, sondern mit den Leuten reden. Matthäus 18 sagt Jesus, wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm und weise ihn auf seinen Fehler hin. Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen. Also wenn dir ein Bruder oder eine Schwester, im Sinn von wir sind Familie, als Kirche sind wir Familie, wenn da etwas passiert ist, was dich tüpft, es ist ja dann noch die Frage, was dann Schuld ist, ob objektiv oder ob ich jetzt einfach eine Verstimmung, verschnupft bin. Egal, gang hin und sprich es an. Ich habe gerade letztens jemanden angesprochen und gesagt, du hast dort etwas gesagt, das hat mich irritiert. Wie hast du das gemeint? Nichts Gefährliches. Aber ich habe gemerkt, meine Gedanken anfangen zu kreisen. Ja, wenn die Person hat das vielleicht so und so gemeint. Und vielleicht so und so. Und wenn es so und so ist, und dann gibt es die Gedanken und Luftschlösser. Kennt ihr das? Und dann wird der Mucke zu einem Elefant.
Und dann denke ich plötzlich, also nein, es ist glaube ich nicht so gut, dass es dich gibt. Wegen einem Nichts. Ich habe die Person gefragt, du. Und dann hat sie gesagt, so und so. Und dann, gut, erledigt. Es ist so wichtig, dass wir die Sachen ansprechen. Das hat etwas zu tun, gell, mit Dynamik in der Familie. Wie oft gibt es Sachen und dann redet man nicht mehr miteinander und irgendwann gewöhnt man sich daran, dass man sich nicht mehr redet. Und irgendwann merkt man, man redet nicht mehr miteinander. Warum? Ja, ich weiß auch nicht. Was war denn? Ich habe keine Ahnung. Aber die letzten Monate haben wir halt nicht mehr geredet. Und, nein. Lass uns immer wieder in dieser Haltung vom Respekt aufeinander zugehen. Nicht über Leute reden, sondern mit den Leuten reden. Matthäus 18 Prinzip. Ja, und wenn es dann schwierig wird und wirklich Konflikt gibt, dann sollen wir dann Leute dazunehmen und dann braucht es vielleicht auch Mediation und da kommt dann schon noch, aber so im allgemeinen Familienleben. Lasst uns die Sachen doch direkt ansprechen. Kirche als Familie. Gell, das ist so wichtig. Wir haben letzten Sonntag von der Sabine Myria gehört, unterwegs als Single, als allein lebende Person. Das kann man aus unterschiedlichen Gründen. Und wenn man in der Kirche dann einfach die Familie, bestehend aus Mutter, Vater, 1,8 Kind und vielleicht einem Hund, wenn man das auf den Sockel stellt, kann das sehr, sehr schmerzhaft auch sein. Für alle die, die das nicht haben. Und es kann auch eine Illusion sein, dass man das Gefühl hat, wenn ich das hätte, dann wäre ich glücklich. Ich kenne genug Ehen und Familien, die tot unglücklich sind. Eine Familie haben ist nicht Garantie, dass es dann einfach gut ist. Und ich glaube, darum hat Jesus eben die Familie erweitert und sagt, Familie ist mehr. Es ist auch Herkunftsfamilie, aber es ist mehr. Kirche ist Familie. Und zusammengefasst kann man sagen, und ich finde Epheser 4, 32 bringt das für mich so auf den Punkt, was Kirche als Familie ist. Seid gütig zueinander, seid barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Sind gütig zueinander, barmherzig. Dass wir Familie sind, ist nicht eine Idee von irgendjemandem. Und das Familie ist nicht, weil ich so gut bin oder ihr so gut sind oder jemand einfach. Es ist Gottes Idee gewesen. Und es gründet auf der Vergebung von Jesus Christus. Jesus Christus ist die Grundlage. Und jetzt habe ich ein Stichwort zu früh gegeben. Also, sonst, die Sänger dürfen noch mal schnell hinsitzen, es geht noch einen Moment. Man muss einfach reden miteinander. Aber super, dass ihr da sind. Seid gütig zueinander. Seid barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Und das Wort, das bei gütig steht, Christus, das hat eine ganz spannende Bandbreite von Bedeutungen. Es heisst, brauchbar sein. Seid brauchbar zueinander. Es heisst, gut. Seid gut zueinander. Es heisst, mild. Seid mild zueinander. Es heisst, freundlich. Seid freundlich zueinander. Es heisst liebevoll. Seid liebevoll zueinander. Es heisst angenehm. Seid angenehm zueinander. Und es heisst leicht zu tragen. Seid leicht zu tragen zueinander oder füreinander. Begründung für das liegt nicht in uns oder in den anderen, sie liegt in Jesus Christus, der uns das vorgelebt hat. Seine Vergebung ist Grundlage für unser Miteinander. Es
sollte immer vorsichtig sein mit den absoluten Aussagen, vor allem auf der Bühne. Aber ich bin überzeugt, ich denke, es wünscht sich doch jeder Mensch eine Familie, wo er wohlwollend aufgenommen ist, wo das gelebt wird, was der Paulus da sagt. Eine Familie, wo man sicher ist. Eine Familie, wo man nicht Angst hat, dass hinter einem Rücken über einem geschwätzt oder verhandelt wird, sondern dass man weiss, woran man ist. Und wenn etwas nicht passt, dass man es dann sagt. Eine Familie, wo man einander mit Wertschätzung und Respekt begegnet. Eine Familie, wo man einander sagt, es ist gut, dass es dich gibt. Auch wenn ich vielleicht nicht gerade verstehe, was du jetzt machst, das ist etwas anderes. Aber es ist einmal gut, dass es dich gibt und dass wir zusammen unterwegs sind. Eine Gemeinschaft, wo man sich nicht fürchten muss. Eine Familie, wo man jederzeit willkommen ist. Willkommen daheim. Egal, woher man kommt. Wo man weiss, man ist willkommen geheissen. Kirche Grütze als Familie, wie Jesus sie sieht, vor Augen malen, das ist doch immer wieder das. Wie sieht Jesus uns als Familie? Als ein Ort, wo man wohl ist, wo man nicht Angst haben muss, wo man darf sein, wie man ist, auch mit dem, was einen bewegt. Ich weiß nicht, was deine Situation aktuell ist, wie deine Lebensrealität aussieht. Ob du stark herausgefordert bist, ob es momentan so richtig schwierig ist oder ob es momentan einfach gut läuft. Aber es ist gut, dass du da bist. Lass uns miteinander unterwegs bleiben. Familien ist mehr wie Vater, Mutter und 1,8 Kinder. Familien ist Städte, wo Menschen, die Jesus lieb haben und ihm nachfolgen, zusammen unterwegs sind. Wo der gleiche Brüder hat, der sagt, ich bin jederzeit für euch und mit euch. Wo einen himmlischen Vater hat, wo unsere Elternschaft im vollsten Sinn und Vorstellung ist. Zusammenfassend kann man sagen, so gut. Zusammenfassend kann man sagen, Kirche als Familie. Alle sind willkommen. Willkommen daheim. Egal was für ein Hintergrund, was für eine Bildung, was für eine sexuelle Orientierung, was für eine Ethnie, ob verheiratet oder allein lebend, ob mit oder ohne Kind, ob fröhlich oder traurig. Willkommen daheim. Bei Gott sind alle Menschen willkommen. Und darum sollen sie auch bei uns willkommen sein. Es ist gut, dass du da bist. Dass wir zusammen unterwegs sind. Alle, die Jesus von Herzen nachfolgen, die in der Nachfolge aus eigenem Kreuz auf sich nehmen, lass uns einander auch unterstützend sein. Mittragen. Mitbeten. Mit Nachfragen, mit unterwegs sein. Das Kreuz auf sich nehmen, für den Ed Jean, das Buch in dieser Predigtserie, für ihn persönlich heisst das, und er hat das so für sich entschieden, dass er als homoerotisch empfindender Mensch das nicht ausleben tut. Dass er zölibatär, dass er keusch leben tut. Dass seine Beziehung zu Jesus an erster Stelle ist. Ich habe in der Predigt vor 2 Wochen 2, 3 Beispiele gebracht, dass es für mich heisst, das Kreuz auf sich nehmen. Mein Kreuz auf mich nehmen. Und lass uns nicht unsere eigenen Kreuze den anderen versuchen aufzudrücken. Jesus redet davon, jeder nehme sein Kreuz auf sich. Und meins ist nicht dies und dies ist nicht seins. Aber was gilt, hat Jesus mit Petrus im Gespräch auch gesagt, im Johannes 21, als nun Petrus ihn sieht, sagt er zu Jesus, Herr, was wird aus ihm? Mit dem dort hin, was ist denn mit ihm? Jesus sagte zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was kümmert dich? Folge du mir nach. Es fängt bei mir an.
Es fängt immer zuerst bei mir selber an und in meiner Nachfolge zu Jesus, in meiner Beziehung zu meinem grossen, starken Bruder. Ja, und als Kirche Grütze bitte ich alle hier rein, daheim, die dazugehören, den eigenen Brüchen und Verletzungen im Leben ins Auge zu schauen und an denen zu arbeiten. Vielleicht auch seelsorglich aufzuschaffen und einen guten Weg damit zu finden. Damit darf Heilung passieren. Bring Heilung und Versöhnung. Es fängt bei mir an. Verletzte Menschen verletzen andere. Und Menschen, die Heilung erfahren, sind eine Ermutigung. Und es gibt Heilung. Auch gerade von Verletzungen, von schwierigen Geschichten. Darum will ich Mut machen, die Sachen anzugehen. Es gibt Freiheit in Jesus. Auch gerade von Verletzungen, von Schmerz, von traumatischen Geschichten. Die Erinnerung wird nicht weggehen, aber es wird nicht mehr das Handeln und das Denken und den Alltag beherrschen. Und es ist eine neue Freiheit möglich. Familie. Wie hast du Familie gelebt und gelernt? In der Inspirationsgruppe, wo man nach der Sommerferien startet, geistlich emotional reifen, das könnte ein konkreter Schritt sein, weil dort ist ein Abend, geht es eben genau auch um die Familienthematik, zum Anschauen. Selber in sein Leben zu schauen und zugleich sich in die Kirche Grütze Familien einbringen. Willkommen daheim. Es ist gut, dass du da bist. Es ist gut, dass es dich gibt und dass wir zusammen unterwegs sein können. Der Grund dafür bist weder du noch ich, ist Jesus Christus und seine Entscheidung, dass wir als Familie unterwegs sein sollen, miteinander und füreinander. Das ist Teil vom Evangelium, von der guten Nachricht. Ich bete mit uns. Jesus, danke vielmals, dass du selbst auf dem Herz hast, dass wir als Familie miteinander unterwegs sind, als Brüder und Schwestern. Und es ist nicht einer höher oder tiefer, sondern wir sind gleich. Wir sind geliebt von dir und angenommen und zusammen unterwegs. Und Jesus, ich bitte dich, dass unser Miteinander mehr und mehr geprägt werden darf von deinem Herzschlag und dass wir selber mehr und mehr ermutigt werden und dranbleiben in der Beziehung zu dir. Danke, hast gute Gedanken über jeden von uns. Danke, hast uns zusammengeführt. Und danken ist es dein Herzschlag, dass noch viele dürfen hier in Winterthur und der Region zu deiner Familie dazukommen. Amen.